Für Israels Premier Benjamin Netanyahu sind diese Bilder ein dringend benötigter Erfolg. In der Nacht zum Montag befreit ein israelisches Sonderkommando zwei der mehr als 130 Geiseln aus den Händen der Hamas-Terroristen. Es ist großartig, dass ihr jetzt hier bei uns seid. Der Druck auf Israels Regierung wächst seit Wochen. Immer mehr Israelis fordern jetzt, alles zu tun, um die noch verbliebenen Geiseln zu retten. Die Familien der Entführten fühlen sich im Stich gelassen. Umso wichtiger ist für Netanyahu jetzt die geglückte Geiselbefreiung. Eines muss man wirklich wissen: Netanyahu ist jemand, der nie, nie, nie aufgibt. Nie. Und er ist mit allen Wassern gewaschen. Er ist eigentlich ein unglaublich kluger und schlauer Politiker, der oftmals, nein, eigentlich nicht nur oftmals, sondern der tatsächlich immer seine eigene Gesellschaft sehr viel besser lesen konnte als alle seine politischen Gegner. Er versteht es, wie die Israelis ticken. Er weiß, welche Leute er wie sozusagen an sich binden kann. Und das macht er nun schon seit vielen, vielen Jahren sehr geschickt. Und immer dann, wenn man geglaubt hat, jetzt ist es vorbei, hat er es dann doch wieder geschafft. Im Moment schaut die Weltgemeinschaft auf die Großstadt Rafah, die als letzte Bastion der Terrororganisation Hamas gilt. Hierhin sind in den vergangenen Wochen über 1 Million Palästinenser geflohen, auch weil die israelische Regierung sie dazu aufgefordert hatte, in den Süden des Gazastreifens zu gehen. Jetzt hat Netanyahu angekündigt, Rafah militärisch unter seine Kontrolle zu bringen. Die Frage ist, wie diese Offensive in Rafah dann tatsächlich aussehen wird. Wird es gelingen und die Armee soll diese Pläne entwickeln und die Israelis sagen, wir wollen auf alle Fälle Korridore schaffen, wo diese etwa 1,5 Millionen Menschen dann abziehen können. Klammer auf, wohin genau ist im Moment überhaupt nicht klar und es ist auch nicht klar, wie das gehen soll. Aber wenn es gelingen sollte, die Zivilisten von dort zum größten Teil wegzubekommen, ich glaube, dann wird zwar der Unmut bleiben, aber dann wird die Weltgemeinschaft irgendwie jetzt da auch noch mitmachen, mehr oder weniger, wie das jetzt schon die ganzen letzten Monate der Fall war. Für Netanyahu steht bei allem wohl im Vordergrund, er möchte an der Macht bleiben. Das totale Versagen aller Sicherheitsorgane beim Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober, dazu noch seine Weigerung, dafür Verantwortung zu übernehmen, haben Netanyahu allerdings massiv geschadet. Also es gibt viele Spekulationen darüber innerhalb Israels, dass er einen Krieg in die Länge ziehen will, weil ja mittlerweile es nun tatsächlich so ist, dass weit über 70% der israelischen Bevölkerung Netanyahu weghaben will. Und er, das denken viele, er will diesen Krieg so lange wie möglich führen, damit er so lange wie möglich überleben kann und möglicherweise dann auch mit gewissen Erfolgen. Wir haben ja gesehen, jetzt sind zwei Geiseln befreit worden in Rafah von einem Sonderkommando. Vielleicht schafft er es, noch weitere Geiseln frei zu bekommen. Das wäre dann für ihn ein Sieg. Das würde ihm wieder vielleicht populär machen bei einem Teil der Bevölkerung. Und so hofft er sich vielleicht auch in die Länge ziehend, diesen Krieg in die Länge ziehend, an der Macht halten zu können. Israels geplante Offensive auf Rafah stößt international auf scharfe Kritik. Die USA drängen auf eine Waffenruhe. Und US-Präsident Biden mahnte am Montag bei einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II. Erneut eindringlich, den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewähren. Aber wenn es dort zu sehr großen zivilen Opfern kommen sollte, ich glaube, dann ist das auch so ein Moment, wo vor allem US-Präsident Biden sehr massiv reagieren wird, weil dem bricht gerade der Wahlkampf zusammen und er möchte wiedergewählt werden. Und mit dieser Form von Allianz wird er den Wahlkampf nicht mehr gewinnen können. Und das wird ein Riesenproblem. Und die Europäer werden natürlich auch zunehmend im Ton aggressiver und werden sicher hinter den Kulissen auch versuchen, Netanyahu da irgendwie zu stoppen. Viele der Vertriebenen in Rafah sind bereits mehrmals während des Krieges geflohen und wissen nicht mehr wohin. Wie geht es jetzt weiter? Meine Vermutung ist, dass dieser Krieg maximal noch einen Monat geht, nicht einmal mehr einen Monat, weil im März beginnt der Ramadan, der islamische Fastenmonat Ramadan. Und in dem Augenblick, wo dieser Krieg in den Ramadan hineingezogen wird, würde das möglicherweise in der gesamten muslimischen Welt nochmal zusätzliche Aggressionen freisetzen, wäre noch provozierender. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, auch dass die Amerikaner jetzt nun wirklich sehr, sehr massiv Druck machen werden,
dass zumindest dieser Großangriff auf Gaza bis zu Beginn des Ramadans vorbei ist.